Hallo und bei Manzai, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Ihr seht, hier ist eine ganze Menge passiert. Es gibt eine neue Hunt, Cook and Grill Küche. Ihr seht hier ein schönes Kochfeld und ich freue mich total, dass wir heute hier das erste Mal gemeinsam kochen. Und wir machen heute ein ganz einfaches Gericht, ohne viel Schnickschnack und Shishi. Heute gibt es das Kleinjägerrecht mal ein bisschen anders als Ragout. Ja, das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Zu dem Rezept, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal die Leber von einem Stück Rehwild, dann haben wir einmal das Herz von einem Stück Rehwild und wir haben hier die beiden Nieren. Das ist die eine Zutat, dann haben wir hier zwei große Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, die habe ich schon mal klein geschnitten, ein bisschen Fenchelsaat, dann haben wir hier gut 150 ml Sahne und wir haben hier Portwein. Außerdem habe ich hier schon mal angesetzt mit ein bisschen Rotwein einreduziert und schon mit Stärke abgebunden. Wildfond, ja, als Jus bzw. als Soße. Hier habe ich so ein gutes halbes Stündchen einen Rosmarinzweig mitköcheln lassen und damit gießen wir hinterher die Soße auf. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Los geht's, wir starten mit den Vorbereitungen. Zur Vorbereitung brauchen wir jetzt einmal ein bisschen Öl. Geben wir hier in einen Topf rein. Und dann kommen hier unsere kleingeschnittenen Zwiebeln rein. Und der Knoblauch. Und das Ganze braten wir jetzt tatsächlich hier an. Das darf auch dann am Ende ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Eine Zutat haben wir vergessen, und zwar die Fenchelsaat. Die kommt hier auch noch mit rein. Und das Ganze, wie gesagt, jetzt bei mittlerer Hitze schön anbraten, dass die Zwiebeln ein bisschen Farbe nehmen. Und dann kümmern wir uns in der Zwischenzeit einmal um unsere Innereien. Bei der Verarbeitung der Innereien ist es wichtig, dass wir einmal die Häute darunter ziehen. Und zwar das Nierenfett, das machen wir ab. Jetzt machen wir auf der Mittelachse einen Schnitt und ziehen hier einmal die Nierenhaut runter. Das gleiche machen wir gleich auch mit der anderen Niere. Und bei der Leber, das kann man hier schön erkennen, ist auch so eine Haut drauf. Auch die müssen wir runterziehen. Wenn ihr da nicht alles erwischt, ist das nicht schlimm. Aber den Großteil solltet ihr doch da runter bekommen. Und dann würfeln wir das Ganze in feine Würfel und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt vielleicht so eine kleine Anatomiestunde. Man kann das hier ganz schön sehen. Man sieht hier die Kammern und dann hier oben die Vorhöfe. Also das Herz ist, ja, wie bei Säugetieren eben überall ähnlich aufgebaut. Wir schneiden das jetzt einmal in der Mitte durch und das Herz müssen wir jetzt ein bisschen putzen. Hier sieht man die Herzklappen und auch das Gewebe, was notwendig ist, um das Ganze in Bewegung zu bringen. Und das ist halt eher so ein knorpeliges, sehr bindegewebereiches Material. Und das müssen wir einfach hier wegschneiden, weil das hinterher im Mund ja kein schönes Mundgefühl macht. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen Arbeit. Das Herz sollte man direkt nach dem Erlegen gut ausspülen. Ja, dann fließt da halt kein Blut, sondern, Entschuldigung, Schweiß durch, sondern es fließt Wasser durch. Und natürlich sollte man auch das Herz anschneiden. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Das Stück war ansonsten gesund, um einfach zu gucken, ob es irgendwelche Parasiten gibt oder Abnormalitäten. Und das zum Beispiel kann ich jetzt leicht plattieren, kann es dann auch panieren und habe dann ein wunderbares Herzschnitzel oder Herzsteak. Auch dazu gibt es demnächst ein Video. Also es ist wirklich ein hervorragendes, super leckeres, aromatisches Fleisch, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Konsistenz her ist, aber grundsätzlich absolut genießbar. Und wie gesagt, ich bin totaler Innereien-Fan. So, das war es auch schon.
Jetzt kann ich hier nochmal reinschneiden. Hier ist noch so ein bisschen geronnenes Blut. Und jetzt schnappe ich mir das Messer, schneide das hier in Streifen runter. Um mal zu schlaumeiern, das sind ja Taschenklappen und Segelklappen. Ja. Die da wo, ne? Das ist jetzt meine Frau. Meine Frau ist vom Fach, wie man so schön sagt. So, die und Klappen jetzt geben die Richtung vor. Und jetzt haben wir hier, nachdem wir das so schön gewürfelt haben, unser vorbereitetes Ragout. Wir haben unser Fleisch bzw. unsere Innereien haben wir vorbereitet, das sind Würfel geschnitten. Jetzt kann man hier mal reinschauen, hier sieht man jetzt unsere angebräuten, angeschnitzten Zwiebeln. Es duftet wirklich super nach Fenchel und nach den Zwiebeln. Also das ist wirklich vom Duft her super. Jetzt ziehen wir die Hitze wieder ein bisschen hoch und setzen für unser Ragout die Soße an. Wir löschen das Ganze ab mit Portwein und lösen damit einmal auch diese Röstaromen hier am Boden. Und jetzt kann man hier ruhig ein bisschen Gas geben. Kann das hier schön einreduzieren. Und in der Zwischenzeit setzen wir jetzt einmal hier unsere Pfanne auf. Und die sollte wirklich schön heiß sein. Geben ein bisschen Öl in die Pfanne und erhitzen das Öl bis zum Rauchpunkt. Also es sollte wirklich richtig heiß sein, das Öl, damit wir unseren Innereien ordentlich Röstaromen verleihen. Wenn unsere Zwiebeln jetzt ein paar Minuten eingekocht sind, dann gießen wir hier die Sahne an und lassen das schön weiter köcheln. Und geben jetzt einen Teil von unserer Soße dazu. Wir halten so ein bisschen die Kräuter mit dem Löffel zurück. Wenn da ein bisschen was von den Kräutern reinkommt, ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist halt einfach leckeres Essen. Und jetzt seht ihr, dass unser Öl richtig heiß ist. Und jetzt geben wir unsere Innereien mit dazu. Und braten die richtig scharf und heiß an. Also die müssen richtig Power kriegen und würzen das dann auch gleich direkt. So, wenn das Ganze schön anbrät, nehmen wir jetzt Salz dazu und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. Und jetzt wenden wir das einmal, dass die Würfel so richtig schön kross angebraten sind. Man kann diesen Bräunungsprozess jetzt noch ein bisschen unterstützen. Man kann die Innereien vorher ein bisschen in Mehl wenden. Ja? Das ist aber hier gar nicht notwendig, weil wir haben richtig schön Power hier und ihr seht das jetzt. Die sind jetzt richtig schön scharf angebraten. Am Boden der Pfanne haben sich jetzt schöne Röststoffe gebildet. Ja? Und die lösen wir jetzt, bringen nochmal richtig Aroma an die Soße, indem wir hier unsere vorbereitete Soße mit dazugeben. Ah, das duftet wirklich super. Und jetzt ziehen wir die Hitze runter auf halbe Kraft und lassen das Ganze jetzt noch so, bis der Reis gut ist, für 2-3 Minuten einreduzieren. Und dann können wir auch schon anrichten und dann ist dieses wunderbare Gericht auch fertig. Jetzt brauchen wir nur noch anrichten. Hier kommen gleich ganz viele hungrige Menschen. Geben ein bisschen Reis in die Mitte unseres Tellers. Und jetzt was von unserem Innereien-Ragout. Und das Entscheidende ist natürlich hier die wirklich super leckere Soße. Und ein bisschen Preiselbeer. Und das ist wirklich schnell und einfach gemacht. Und jetzt probieren wir natürlich.
Ja, wir wollen das Ganze probieren. Einmal. Also Leute, ich kann euch sagen, das ist wirklich ein bisschen abgewandelt von dem eigentlichen Klassiker. Leber, gebraten mit Apfel und Zwiebel. Ein schönes Ragout. Das Fleisch hat eine super Konsistenz, ist weich. Die Soße schön kräftig. Und dann mit der Süße von den Preiselbeeren, ich kann euch sagen, ein wirklich super Gericht. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und das Schöne ist, ihr könnt das gut variieren. Man kann Maronen da reinmachen, man kann Pilze da reinmachen und damit eine leckere Soße ziehen. Ist super als Vorspeise geeignet. Oder man kann das Ganze auch vorbereiten, einfrieren und, wie ich finde, eine der besten Arten, Innereien zu verwerten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne Innereien mögt, ja, ob ihr das Ganze verwertet. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten könnt ihr generell einen freundlichen Kommentar schreiben. Lasst gerne ein Abo zu diesem Kanal da. Macht's gut und bald mal Zeit.